Ich habe nicht damit gerechnet, dich jetzt schon zu treffen. Ich konnte nicht länger warten, dich wiederzusehen. Natsu. Ab hier heißt es, lebe wohl, Seref. Ihr alle, bitte tretet etwas zurück. Das gilt auch für dich, Happy. Ei. Er plant bereits, ein Ass im Ärmel auszuspielen. Ich wünsche dir viel Glück, Natsu. Du wirst den ersten Meister nicht bekommen. All das ist nur dazu gekommen, weil du mich nicht vernichten konntest. Ich habe überhaupt gar keinen Schimmer, wovon du da redest. Aber das kann mir egal sein. Oh. Was ist das für eine magische Kraft und diese enorme Hitze? Dann mal los! Ja! Ja! Hat er etwa den Zauber verbrannt? Oh. Du schaffst es! Du kannst ihn besiegen, Natsu! Ich bin überrascht. Was ist das für eine Kraft von dir? Diese Kraft habe ich Ignil zu verdanken. Es ist das letzte von Ignils Kraft, welches in mir ist. Ich habe 10 Monate trainiert, nur um diese Kraft einsetzen zu können. Das letzte von seiner Kraft? Genau. Ich kann diese magische Kraft nur ein einziges Mal benutzen, danach kehrt sie nie wieder zurück. Es ist quasi das letzte Vermächtnis von Ignil. Die Kraft von jemandem, der bereits verstorben ist. Ja, das könnte wirklich funktionieren. Es könnte jemanden vernichten, der unsterblich ist. Modus des Feuerdrachenkönigs! Das ganze Land steht in Flammen. Oh, unglaublich. Bringen wir es zu Ende. Seref! Endlich, nach all der Zeit, wird mein Wunsch in Erfüllung gehen. Ich danke euch. Ignil. Anna. Layla. Mavis. Und zum Schluss. Auch dir, mein geliebter kleiner Bruder. Natsu. So.